So Leute, weiter geht's. Season 2 mit den alten Gesichtern, Tore, Kevin und natürlich mir. Und diesmal nehme ich auch, das ist meine Aufnahmesession, die ganze Session, geht aber nur eine Stunde leider. Ja. Ich will ein Hühnchen essen. Ach genau. Hab ich angefangen? Fuck. Wir spielen auf der neuen Version 1.7.2, falls es jemanden interessiert. Ey, der hat jetzt einfach angefangen, ohne Vorbescheid zu sagen. Ja. Du musst ja, ne? Irgendwie ganz tolle Geschichte. Kannst du mir leisten. Im Ernst jetzt? Ja. Ja. Auf dem läuft. Also ich Mann, ein cleanes Gesicht. Ich meine, 28 Frames, geht eigentlich. Jetzt ne? Sammel Englisch. Ja, hallo! Hammer. Kevin eben kam gerade einen Beitrag bei RTL 2 bei Battlefield 4, ne? Echt jetzt? Ja, hab ich geguckt, hab ich gesehen. Markus kann ich preloaden, ne? Weil er es nicht bei Origin oder MMORPG gekauft hat. Oh. So, natürlich ärgerlich für ihn. Du kaufst jetzt Ghost im Laden, oder? Ja. Ja, würde ich auch machen. Wette mit dir, da gibt's wieder die Freefall Premium Edition, die eigentlich nur für vorbestellt ist. Ich freue mich auf, also ich kann mal sagen, die Folgen können etwas später, wir nehmen im Voraus auf diesmal die Season. Also schon mal ein bisschen. Heute ist der 28.10. Es ist 20.38 Uhr. Ist es? Ja. Oh ja, also jedenfalls. Ja, also nicht wundern, wenn wir über BR4 reden, die sagt, ich bin schon lange raus, was labert ihr für eine Scheiße? Oh, jetzt Falzen. Ey Kevin, ich habe heute von der Schule gehört, irgendwie so Zirkus Halligalli heute wieder geil werden. Wäre immer geil. Auch heute Morgen. Mit Longest Day oder sowas, ne? War das nicht irgendwie sowas? Oh, Jokos Longest Day. Oh. Ja, wahrscheinlich. Was macht man da nochmal? Klaas darf einen Tag lang sagen, was Joko machen muss. Alles. Hört die eigentlich dasselbe, wenn ich, jetzt wenn ich mal das Spiel, wenn ich du wäre, ist das nicht dasselbe, theoretisch? Ja, aber da ist nicht ein Tag lang und abwechseln, da ist die ganze Zeit nur einer. Klaas hatte schon sein. War es nicht das mal, wo wenn ich du wäre, wollte ich in die Hundekacke da treten musste, so ein Scheiß? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt da reintreten. Ja, aber und hoffentlich kommt er vielleicht mal Kevin Großkreuz und holt seinen goldenen Umberto ab. Umberto. Um was? Ich finde den Witz dahinter so genial, ganz ehrlich. Na Toro, Mentos, ne? Da bleibt die ganze, da bleibt die komplette Halbzeit mit cool, ne? Was ist mit Mentos? Ja, da bleibt die komplette Halbzeit mit cool. Da bleibt die komplette Halbzeit mit cool, Toro. Kennst du den Spot von Kevin Großkreuz? Ne, müsste ich mir mal angucken. Glaub nicht. Guck das neue Fernsehen. Das neue Mentos Super irgendwas. Da bleibt die komplette Halbzeit mit cool. Echt mal. Mentos. Und er muss einen Satz sagen, Ratswerbung, und der hört sich an wie ein Stück Scheiße, ne? Und er dachte, wir bleiben komplett halb schon mal cool. Er will strippen, und jetzt, und da hat er den goldenen Umberto gekriegt. Umberto. Der kaputt ist wegen dieser Überraschung. Wegen dieser Überraschung, ja. Das ist gegen geflogen. Letzte Woche nicht gesehen, sorry. Ah, ne, stimmt, die haben die doch letzte Woche das ganze Publikum auf die Früchte, auf die Äpfel und Tomaten so geschmissen, ne? Auch nicht schlecht. Als Countdown um war und irgendeiner hat den Umberto umgeschossen, ist doch jetzt der Kopf abgeflogen. Auch nicht schlecht. Ja, sinnvoll. Ansichtssache. Umberto! Ja, Umberto! Ja, gut, ist gut, jetzt müssen wir mal über sinnvolle Umberto. Themen reden. Umberto! Über sinnvolle Themen. Wieso ist das so ein Freund? Toro, was heißt du eigentlich von TV Total? TV Total gucke ich mittlerweile irgendwie fast jeden Abend. Ich überhaupt nicht. Weil ich kommt das immer nochmal? 23 Uhr, immer um 23 Uhr ungefähr, und an, was vorgibt. Wenn es irgendwie, ich glaube, wenn es irgendwie vor eine Serie gibt, dann immer 23.15 Uhr. Nachher Liga, die auch 23.15 Uhr, immer irgendwie so. Ich gucke echt keine Nachrichten mehr. Ich bilde mich nur durch TV Total, durch die Sachen, die er mal zeigt. Ach, du auch. Heißt du bist lange ein Herr Bubu da. Ja, hip. Ja, habt ihr eine Gemeinsamkeit. Ich doch. Bisschen. Was? Bisschen habt ihr dann eine Gemeinsamkeit, ne? Wieso? Herr Bubu. Weiß ich nicht. Gut. Oh mein Gott. Das finde ich aber nicht in Ordnung hier. Ach, du hast auch nicht. Ja, ich finde das gut. Na, Alex, wie viele Frames hast du? Ah, oh, du schmeißt die 28. Ich finde das geht. Alter, ich war heute im Wind, ne? Alter. Alter, ey. Euch auch was eingeknickt, Alex? Ja. Bei dir euch was auch eingeknickt oder hattet ihr Stromausfall oder sowas? Nö, nur Kevin. Wir hatten Stromausfall. Bei euch nix? Nix Spannendes? Nö, ich war die ganze Zeit in der Stadt. Und vor allem Spannendes. In der Stadt! Ich bin nach Hause gekommen. Bei uns war eigentlich Spannendes. Wir haben zum Beispiel einen neuen Baum. Der liegt jetzt vor der Tür. Du hättest irgendwie, wenn du hier die Hauptstraße bei der Stadt hochgehst, dann irgendwie hättest du so ein Segel auf Kopf spannen können, hättest du segeln können. Auf dem Land.
Weißt du, ich meine, ja, stell das mal also, wir hatten heute einen Sturm mit laut Radio 160 km/h. Ja, ungefähr, haben die RC2 auch gesagt. Ja, circa. Das ist natürlich einiges, also, für die, die es noch nicht wissen, die jüngeren Zuschauer, ab 120 km/h zählt als Orkan. Ja, aber Norddeutschland, ja. Ne? Also die Norddeutsche, ja. Oh Gott, Norddeutschländer ganz, hier. Ganz Schleswig-Holstein eigentlich, ne? Wurde mir gesagt. Ja, ein Schleswig-Holstein oben, sehr starke Orkanwinde hier. Und ja, krass. Ich hatte Stromausfall, so ein bis zwei Stunden. Weiß ich gar natürlich. Nicht, ich stehe ja vor Stromausfall, ey, und dann, ich berate am PS3-Song, schöner Payday-Song, bing! Scheiße. Echt einfach ausgegangen alles? Ja klar, alles aus, aber das Geile war, ein Laptop hat einen Akku. Ja, der hielt dann auch nur eine Stunde, geil. Oh, Alex, Achievement, dreimal auf Holz geklopft. Getting Wood, sagst du, Ständer bekommen, ja. Ah, hast du auf Englisch das Spiel? Ja, du nicht. Ach so. Ich hab auf Deutsch gestellt. Doch. Boah, Pussys. Steinschaufel, hört sich wie gestern Stone, Spade, steht da. Could be. Ah, hängt noch Kohle. Das für Baum. Oh, ich weiß nicht, überhaupt nicht, wie ich hier mit meinem Berg raufkomme. Ja, aber sagen, die Aufnahme war hier ganz spontan. Naja. Geht. Was ist denn ganz spontan? Ja, ich zeige dir mal aufnehmen. Spontan ja, nun, ist für willkommen. Kevin Tore geht nochmal eine Stunde essen oder so. Ja, man muss sich auch Zeit lassen, muss man mal genießen. Ich glaube, Tore war noch am Strand. Ist ja schönes Wetter dafür. Ja, ohne Scheiß, hättest du mal echt mal irgendwie am Strand oder so gehen können, ey, ohne Scheiß. Alter, ich glaube, wie krass das ist. Ich glaube, segeln geht, also ich war jetzt zwischendurch mal draußen, ich wollte einmal rausgehen, weil einfach so geil mal das war, ne? Schön im T-Shirt. Richtig awesome irgendwie. Ich auch im T-Shirt, aber jedenfalls, das geht. Kurze Hose. Ich musste erstmal ein bisschen aufräumen, was da alles rumlag. Oh, das ja, ich auch. Du wahrscheinlich auch in der Tore, ja. Weißt du warum, ne? Haben wir vorher erzählt alles. Ja, genau. Also, das war bei uns, also im Garten ging da aber vor der Tür, da lagen alle Sträucher rum und so. Und wir haben einen Baum vor der Tür liegen. Da hat der dann wohl erstmal einen Besen in die Hand gedrückt. So, Kevin! Ja, räum mal den Baum weg. Gefiecht hier, die Auffahrt. Nee, den Baum. Fick mal den Baum weg. Nee, ist ja, den Baum also ist ja, ja. Ist ja immer noch stürmisch draußen, deswegen also gefegt oder hab ich noch nicht da. Aber echt, ich mach Tür auf, ne? Aber da kommt eine Blätterladung rein, ne? Das glaubst du nicht. Kevin sitzt vor der PS3, sagt er erstmal, merk's selbst, ne? Merken Sie selber, ja? Ja. Jawollo. YOLO, Digga, YOLO. Ja, YOLO. Gott. YOLO nee, eigentlich ist 2000, wer hier jung war, 2013 oder sowas? 12. Alter. 12 sogar. Ich hab irgendwie zwischendurch immer ein paar Lags. Der ruft mich jetzt auf Skype an? Achso, okay. Dings? Oh, ja. Gut. Oh, nee. Schön, Kevin. Geht's jetzt mal, Kevin, guck dir eine Aufnahme, ich will jetzt gar nicht sagen, aber an. Ganz, oh, leck. Was ist? Ist morgen alles klar, Kevin, wegen, weißt du ja? Hä? Ich will sogar schreiben. Gerade weil ich nicht auf, ich auch nicht. Kevin, Welten regenerieren for the win. Ich sag's nur. Ne, du bist so in deiner Singleplayer-Welt, Kevin. You know? Das hat gerade was mit dem Angriff zu tun. Ja, nee, aber geht klar, ne? Nee, das wäre ja heute gewesen. Oh. Aber das hat gerade was mit dem Angriff zu tun, aber ich hab schon geskypt und das, wir wollten das ja teilen und jetzt alles am Freitag. Alles am Freitag. Ah, schon wieder! Langsam, ne? Nee, Freitag war ja sowieso geplant, wir wollten heute die Hälfte und Freitag die Hälfte. Ja, deswegen, also langsam echt, ne? Also Freitag erstmal BR4, Leute. Am Start alles Stars, Markus. Alles Stars. Markus. Und Markus. Oh, schön. Kevin nicht. Nee. Nö. Ich bin erst nächste Woche am Start. Ja, Tore, Call of Duty, Ghosts. Singleplayer das erste Mal, ey, Alter. Nee, Goats? Gut, ich hab ich ein bisschen am Anfang auch gerade. Tore, Goats. Oh ja. Goats. Ja, Alter. Tore, ne? Ich hab zwischenzeitlich. Du holst es jetzt im Laden, also ich glaub, wegen der Download-Geschwindigkeit, oder? Ja, das soll ich mir im Laden, das geht mir mit keinen Bock, 40 hier bei Download. Was? Goats? Hier im Sack, Alex. Ist doch so. Hallo, neuer. Geh nicht schlafen, Digga. Ich schwör, ey. Was? New Name, Digga, new name. Alter, ich bin die ganze Folge nur. Ich hätte mal aufnehmen sollen, ich mach die ganze Terraforming. Boah, die Gegend sieht vertraut aus. War ich hier schon mal? Ich weiß den Weg nach Hause nicht mehr. Scheiße. Also gerade eine Treppe irgendwie runterzubauen, damit ich überhaupt ordnungsgemäß. Ja, da war ich auch gerade. Da muss ich aber Terra von machen. Ja, ordnungsgemäß von unten bis nach oben am Berg hoch kann. Wollen wir schlafen irgendwie mal kurz? Ich habe Angst, meine Treppe kaputt geht. Ja, komm, deswegen bin ich extra nach Haus zurückgekommen. Scheiße. Warum wir fahren? Nö, ich bin gerade weg von meinem Bett. Ja, geht nicht. Du bist bei dir am Haus, wenn eine Treppe war, wahrscheinlich. Ah, warte, hat mal dicke Eier, ey. Hab ich nicht, tut mir leid. Ja, da ist eigentlich bei dir, stand doch gar nicht in Frage. Also, aber bei dir, du hast deine Eier gerade gekocht, ne? Ja. Boah, der war richtig witzig, ne? Geht.
Er reißt Sachen, du, das ist heftig. Ja, ne? Ja. Das ist hartes Kaliber. Also heute ist mir ganz schlimm mit ihm, ey. Hartes Kaliber, du. Heftiges Kaliber, ey. Ja, heftig. Warte mal, wenn ich so baue, die Treppe. Dann sieht die scheiße aus. Nee, dann sieht die eigentlich ganz gut aus. Gehen wir jetzt schlafen? Nein, gehen wir nicht. Hab ich eigentlich Monster? Ich sehe gar keine. Doch, wir werden ja von den Creeper. Ach stimmt, wir haben auch länger keine Adventure mehr aufgenommen, deswegen müssen wir eigentlich noch dran sein. Ja, müssen wir auch bald mal wieder machen. Ja, machen wir auch. Bitte nicht. Oh, bitte doch, ja doch, eine neue Adventure Map ist schön. Doch, komm. Ja, die andere war nicht so, wie, warst du nicht so motiviert, Alex. Das überspringen, das überspringen. Hat man das gemerkt? Ja. Du hast alles übersprochen, du Clown. Ja, Kevin, aber letztes auch, ne? Ich konnte einfach ich mega krass und dann verkackt er immer. Oh mein Gott. Ja, ich hab mir eine kleine dezente Treppe denn gebaut. Dezent, ja, okay. Das dezent ist, ne? Ich hab gleich keine Erde mehr. Ich hab auch gleich dezent keine Erde mehr. Ganz terraforming, ey. Ich dreh mich mal wieder bekloppt um, weil ich viel Angst habe, dass ich in Kür von hinten kommt, meine Treppe wieder kaputt macht. Meinetwegen können wir auch gerne schlafen, ich hab damit kein Problem. Ja, ich will ja auch, aber da gibt's ja andere Lebewesen, die da ein bisschen größere Reihe haben. Lebewesen, hallo? Aber mir ist egal, ich muss auch noch ein bisschen laufen erstmal, ich bin am Fuß der Treppe, deswegen. Und ich muss erstmal gucken, was brauche ich denn so? Oh, ja, ich bin fast verreckt. Aber können wir nicht doch schlafen? Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Platz für mein Bauvorhaben. Plätzchen? Ja. Machst du ein paar Fieker kaputt. Also Alex, erstmal Päuschen, oder was? Ja, können wir uns ins Bett legen? Mir ist egal. Ich bin völlig weit weg, ganz weit weg. Wo bist du? Wo bist du eigentlich? Ich glaube, ich will mal ein paar Tiere suchen. Ihr wollt es doch auch. Ich bin nicht mal wieder zurück. Tu doch nicht so, Tore, du magst es doch auch. Ja, natürlich. Ach, da kann man jetzt auch so raufgucken, auch schön. Worauf? Bei Achievements dann Taking an Inventory. Da kannst du dann so nochmal genauer nachgucken, wie man das Achievement bekommt. Achievement, press E to open your inventory. Schön, schön. Ach, verdammt. Ah, ich glaube, das steht E und nicht wie I. Wie geht denn das wieder weg? So. Oh, what? Ich glaube, das steht E und nicht I. So schnell, weiß nicht, war eben nicht so witzig. Ich wollte auch mal einen schlechten Witz bringen, wenn Alex darf ich das auch. Wo sind die jetzt hier Alex exklusiv? Ja, meine Exklusivrechte, hallo? Nur ich darf schlechte Witze bringen. Nein, Küper! Bumm? Muss ich gucken? Wie mit die Treppe rennt, Tom müsste das sehen. Wenn er von da drüben aus dem Haus ist. Nee, ich bin ja noch nicht. Wie hab ich das ja eigentlich ausgeleuchtet? Oh, ich hab schon alles ausgeleuchtet bei mir. Ich geh mein Haus ab, ich warte jetzt, bis die Nacht endet. Ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend, bei mir ist kein Viech. Alter, die Zombies, ne? Bei mir auch nicht, da kam die Decke der zum ersten Mal. Ich hab mir auf dem Berg alles ausgeleuchtet. Einfach einen Ofen packen. Er steht direkt vor der Tür, klasse. Ja, Kevin, komm, ich helfe dir, ich plätte den. Ich hab grad nicht viel zu tun. Alex, komm bitte nicht. Ich muss auch auf Tag run, ich muss nämlich suchen. Komm bitte, Alex, du versorgst wieder alles. Wenn es ein Creeper ist, mach ich's dir. Das sind zwei, Alex. Boah, ist auch noch viel schöner. Ah, guck mal, da kann er hochgehen. Da soll er bitte was kaputt machen. Da wollte ich eh noch abbauen. Da wollte ich eh noch abbauen. Nee, da nicht. Hallo? Fuck. Verpiss dich, Junge, nicht gerade? Das war mal eine Treppe. Genau auf der Treppe, ey. Dieser dumme Stück. Dumme Stück Code. Ey. Ah. So. Verdammt, ich wollte hoch. Oh, ich weiß gar nicht, haben wir schon gesagt, was neu ist in 1.7.2, war das hier immer aus dem Kopf von euch? Achso, ja, ich kann mit was erzählen, Moment. Also, ich wollte jetzt nur ein paar mehr Blumen, es gibt jetzt Margariten und so. So weißen Blumen, es gibt jetzt rote und gelbe Tulpen oder weiße Tulpen, weiß ich gar nicht. Es gibt auch rote mehr Büsche, Blumen. Die sind dann zwei hoch. Es gibt auch hohes Gras. Ja, und es gibt Gras, das ist zwei hoch. Es gibt hohes Gras, Kevin, da müssen wir noch was mitmachen mit hohem Gras, das weißt du. Ja, ist so, das heißt hohes Gras. Also Kevin, du weißt, welchen Skin du dir holen musst. Ein Gras-Skin? Nein, mit hohem Gras, hallo? Boah, Kevin, du weißt. Pokémon? Ich glaube, ich gerade zu doof dafür, was zu verstehen. Wow. Ich glaube, mein Pokémon-Skin. Pokémon, ja. Und dann ein wildes Dings taucht auf. Ein wildes Pikachu taucht auf. Zum Beispiel. Was hast du eigentlich so in der Kiste? Dann warte ich jetzt kurz. Ja, nicht viel. Dann warte ich kurz im Haus jetzt, bis Tag ist, bevor ich da dort stehen, nicht zwei Creeper. Wo stehen zwei Creeper? AXB, du wirst irgendwann hoch. Du hast dein Haus aber auch schön gebaut. Ach, Kevin, auf deinem Dach steht auch noch was.
Und egal. Oh, warte, bis Trap wird.